Sind Poetikvorlesungen die besseren Schreibratgeber? Ja und nein. Ich möchte dir in diesem Video erläutern, weshalb ich das so sehe und eine wahnsinnig wichtige Einsicht, die du haben solltest, wenn du Schriftsteller werden möchtest. Weshalb es nicht so einfach ist, diese Einsicht tatsächlich in die Tat umzusetzen und wie es dir dennoch gelingt. Also bleib dran. Ich spreche in diesem Video von der Poetikvorlesung von Andreas Mayer mit dem bezaubernden Titel Ich. Worum geht es in dieser Poetikvorlesung? Andreas Mayer schreibt viel über sein eigenes Leben, eine sehr autobiografische Poetikvorlesung. Und er schreibt zum Beispiel über seine Kindheit als Modellbastler. Er schreibt von Modellen, die er nach Anleitung zusammengebastelt hat. Und wir sehen hier schon eine Allegorie auf eine Möglichkeit, Romane zu schreiben. Er beschreibt des Weiteren seine Jugend als exzessiver Leser und davon, wie er sich mit den Figuren identifiziert hat. Und dass dieses Identifizieren für ihn damals ein unglaublich wichtiger Aspekt des Lesens war. Und dann kommt er zu einer Art Seelenverwandtschaft, von der er schreibt. Eine Seelenverwandtschaft mit den Büchern und mit den Menschen, die die Bücher geschrieben haben. Beziehungsweise die Bücher selbst erscheinen ihm als Menschen, als eine Art Wahlverwandtschaft. Und die Literatur wird zu einem Hilfsmittel, ein Ich sichtbar zu machen. Bücher als eine Art Ich-Wertung. Er sagt, dass in Büchern, in Literatur immer die einfachsten Fragen gestellt werden. Und mit einfachen Fragen meint er etwas Positives und macht einen Unterschied zum wirklichen, realen Leben auf, indem wir versuchen, uns möglichst komplizierte Fragen zu stellen, so Andreas Mayer Analyse, um den einfachen Fragen auszuweichen. Und irgendwann kommt er dann vom Lesen zum Schreiben und beschreibt die Suche nach der eigenen Form als eine Art Silly Walk à la Monty Python. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn nicht, dann empfehle ich dir das zu googeln, einmal bei YouTube dir ein paar Videos anzuschauen. Silly Walk, Monty Python, großartiger Sketch. Das Finden der eigenen Form also als ein stetiges Scheitern. Und hier kommen wir zu der vielleicht wichtigsten Einsicht, wenn du Schriftsteller werden möchtest. Andreas Mayer sagt die Aussage, große Autoren seien Genies, ist eine Frechheit. Er schildert es als Schmälerung der Leistung großer Autorinnen und Autoren zu sagen, naja gut, das sind Genies. Weshalb? Da damit nicht gesehen wird, was sie an Disziplin aufgebracht haben, was sie an Stetigkeit aufgebracht haben. Monty Python, Silly Walk bedeutet, du probierst diese Art zu gehen aus, scheiterst, fällst hin, stehst wieder auf. Das Allerwichtigste, der Tipp, um Schriftsteller zu werden, den Andreas Mayer gibt, besteht aus zwei Wörtern. Nicht aufhören. Oder, wenn man es mit einem Wort sagen möchte, weiterschreiben. Klingt total banal, ist aber viel mehr als das. Bedeutet, die eigene Form zu finden, bedeutet, den eigenen Weg sich zu erschreiben, bedeutet, Respekt zu haben vor der Leistung anderer und der Bücher, die sie geschrieben haben, und nicht zu denken, das Ganze kommt, indem sie beseelt sind von einem göttlichen Gedanken oder ähnlichem. Warum ist das Ganze so schwierig? Das eigene Schreiben ist eine höchst individuelle Geschichte. Das eigene Schreiben hängt mit der eigenen Familiengeschichte zusammen. Das eigene Schreiben hängt mit Glaubenssätzen zusammen, mit der Prägung, mit dem, was Mama und Papa zu dir gesagt haben und was du internalisiert hast als eine Art elterliche Stimme. Es hat damit zu tun, wie deine Familie, wie dein Umfeld lebt und gelebt hat. Das hat damit zu tun, was für Glaubenssätze, was für Vorstellungen die Gesellschaft aufbringt. Es hat damit zu tun, welchen Weg du dir selbst erschreibst. Und entsprechend ist Andreas Mayers Poetikvorlesung Ich ein schönes Beispiel dafür, wie man Autor werden kann, wie man Schriftsteller werden kann. Andreas Mayer Poetikvorlesung ist ein schönes Beispiel
dafür, wie es gelingen kann, die eigene Art und Weise zu erschreiben. Aber es ist nicht deine. Denn deine eigene Art und Weise, ein Ich, ein Schriftsteller-Ich zu erschreiben und zu erschaffen, die kenne ich nicht. Die kennt keiner, die kann dir auch keiner vorgeben. Das heißt, dies ist eine Ermutigung, wie es gehen kann. Eine Biografie eines Lesers, eines Autors. Die verschiedenen Versuche werden erkennbar und geschildert und vielleicht könnte der ein oder andere auch etwas für dich sein und doch ist es auch nicht mehr als eine Ermutigung, denn letztlich muss deinen eigenen Weg du selbst gehen und immer weiter schreiben, Verschiedenes ausprobieren und nicht aufhören, um tatsächlich diesen Traum, Schriftsteller zu werden, in die Tat umsetzen zu können, falls es deiner sein sollte. Empfehlenswerte Lektüre, Andreas Mayer, ich eine empfehlenswerte, schöne Poetikvorlesung, vor allem, wenn du an einer ganz eigenen Art und Weise von Literatur interessiert bist. Hier geht es nicht um Standardromane, um Bastelanleitungen oder ähnliches. Hier geht es um die Frage, wie du dir dein eigenes Ich erschreibst, wie du auf eine ganz eigene Weise schreibst und deine eigene Form schreibend herausfindest. Wenn dir dieses Video gefallen hat, geh auf schreibenundleben.de, abonniere den Newsletter, dort findest du noch viele weitere Tipps, Hinweise, Methoden und Übungen für dein Schreiben. schreibenundleben.de, wir sehen uns dort oder auch beim nächsten Video.